Spiele-Podcast. www.spiele-podcast.de. In Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast. Im Internet zu finden auf spiele-podcast.de. Und das Ganze wie immer in Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler. Und rund um den Spieletisch herum sitzen heute wie eigentlich fast immer der Henry, der Christian, die Michaela und das Blümchen. Und wir haben heute eine Erweiterung am Wickel sozusagen. Die Videozuschauer haben es schon im Bild, die Audiohörer hören es jetzt von mir, nämlich Kai Speicher. Es ist die Erweiterung zu Die Speicherstadt. Beides von Stefan Feld, erschienen bei Pegasus Spiele bzw. bei Eggert Spiele. Und es ist ein Spiel, das wirklich nur mit dem Grundspiel zusammengespielt werden kann. Also nur das hier kaufen, nur die Erweiterung kaufen für ungefähr 16, 17 Euro, bringt gar nichts. Hat man zwar ein paar schöne Geldstücke dabei, aber damit sollte man auch nicht einkaufen gehen, weil das könnte Ärger machen. Aber ansonsten, eben eine rein rassige Erweiterung. Und kann man dann genauso wie das Grundspiel auch mit 2 bis 5 Spielern dann spielen. Genau, wir können ja mal reingucken in diese Erweiterung. Wir haben hier die glückliche Fügung mal, 2 Exemplare zwar. Mit einem konnten wir spielen, eins haben wir hier noch fast jungfräulich vielen verpackt. Vielen Dank an Pegasus für das Rezensionsexemplar. Genau, beziehungsweise auch Eggert. Ja, genau. Und vielen Dank an deine Frau fürs Geburtstagsgeschenk. Ne? Genau, deswegen haben wir hier nämlich 2 Exemplare. Und was wir in der Packung finden, ist schon mal ein paar neue Figürchen. Jede Farbe kriegt einen neuen. Dann eine ganze Reihe neue Karten. Wie viel sind es? 53, 54. Ja. Irgendwie sowas. Gucken wir gleich nochmal nach. Ein paar neue Steinchen. Das sind ja sozusagen Waren, die dazukommen. Mhm. Und das ist eigentlich fast das Highlight. Und wirklich schwer liegend in der Hand. Richtige Geldstücke in dem Gewicht eines 2-Euro-Stücks, würde ich sagen. Die man also hier im Packen bekommt, damit man nicht nur mit den alten Pappdingern, wie sie am Grundspiel sind, spielen muss, sondern richtig was in der Hand hat. Also das wertet das Spiel auch echt auf, finde ich, weil das war damals, haben wir auch gesagt, echt schade, dass man so ein Pappgeld hatte. Das finde ich echt viel schöner als mit dem richtigen Geld. Wir können ja erstmal ganz kurz nochmal erzählen, was die Speicherstadt, das Grundspiel, das ich mir einfach hier nochmal greife, denn überhaupt, wie das Ganze funktionierte, bevor wir dann natürlich ausführlich auf die Erweiterung eingehen. Das, was wir hier vor uns liegen haben, ist schon mal ein Spielbrett. Und auf diesem Spielbrett werden, wir können es ja hier mal so symbolisch für die Videozuschauer machen, wie wir sowieso heute was ganz Besonderes haben, am Ende der Videofolge, nicht der Audiofolge, gibt es nochmal eine Beispielrunde. Das wurde mal angeregt, dass man sowas doch machen sollte. Und genau das werden wir heute mal umsetzen, dass also mal eine Beispielrunde passiert für die Leute, die sich da in das Spiel dann mal eindenken wollen. Und wir haben also die Spielbrett, wir haben unten Karten und um diese Karten müssen wir irgendwie spielen. Wie kriegen wir sie? Genau. Also im Prinzip ist es erstmal vom Grundmechanismus via Speicherstadt, haben wir ja auch schon mal rezensiert. Es ist also ein Kartenspiel, wo wir halt ein Spielbrett dabei haben und auch noch ein paar Warensteinchen und Spielfiguren. Aber vom Grunde her, das Wesentliche sind ja hier die Karten in diesem Spiel. Mhm. Diese Karten bekommen wir. Je nach Spieleranzahl haben wir halt Felder, die belegt werden mit Karten. Es sind jetzt zum Beispiel im Vierspielerspiel legen dann 5 Karten aus im reinen Grundspiel. Wenn wir die Erweiterung dazu nehmen, legen dann sogar 10 Karten aus. Genau, da kommen wir gleich zu. Bleiben wir ganz kurz beim Grundspiel. Mhm. Immer eine Karte mehr als Spieler mit dabei sind. Genau, richtig. Ja, und dann wird im Prinzip geguckt, dann setzt jeder sein Figürchen ein, beginnt mit dem Startspieler und dann wird reihum umgesetzt. Und wenn dann alle ihre Figuren reihum umgesetzt haben, dann wird im Prinzip ausgewertet. Und zwar Karte für Karte von Anfang an. Dann wird geguckt, wer kann diese Karte bekommen. Und die muss natürlich bezahlt werden. Das heißt, vorne haben wir jetzt, die Videozuschauer sehen es, 2 Figuren stehen. Das heißt, der weiße Spieler, in diesem Fall das Blümchen, könnte sich jetzt entscheiden, möchte ich diese Karte für 2 Münzen kaufen? Denn ich muss immer Münzen bezahlen, der Anzahl entsprechend, wie Figuren da stehen. Wenn Hilke dann das Blümchen dann sagt, nein, ich möchte diese Karte nicht, dann kann in diesem Fall der Lila, ne, das ist der Henry, entscheiden, möchte ich dann vielleicht die Karte haben und muss dann aber nur noch eine Münze bezahlen, weil ja nur noch eine Figur dann da steht. Genau, man zahlt nämlich immer so viel Münzen, wie man selber plus die über einem stehen. Das hat also den Vorteil, dass man, wenn man am Anfang einen hinsetzt, zwar als erst entscheiden darf ich sie haben, aber wenn viele sich um diese Karte kloppen, dann wird es auch entsprechend teuer, sodass man sich die nämlich irgendwann nicht mehr leisten kann. Man hat nämlich am Anfang nur 5 Geldstücke und das ist schon viel. Also während des Spiels hat man eigentlich durchaus in der Regel weniger. Stopp, auch. Das ist aber jetzt bei der Erweiterung 5 Geldstücke. Du hast im normalen Spiel hast du am Anfang, meine ich, nur 3 Geldstücke. Da gucken wir mal. Geld. Ja, siehst du, haben wir lange nicht mehr gespielt, aber wir können es bestätigen oder auch nicht, indem wir nämlich sagen, dass Michaela hat, ich weiß es nicht, ich finde es nicht. Vorne müsste es doch eigentlich sein bei... Ja, so einfach wäre das eigentlich, ne? Aber
Da sagst du jetzt was. Wir reichen das gleich noch nach, während hier unsere einzelnen Assistenten das nochmal nacharbeiten. Also genau so. Und weshalb sollte man diese Karten jetzt besorgen? Nämlich relativ einfach. Deswegen nämlich, um hier in diesem Fall Punkte zu bekommen. Die kann man nicht auf verschiedene Arten bekommen. Einmal darf man Aufträge erfüllen. Das sind so besondere Karten, wo draufsteht, was für Waren man sammeln muss. Und die Waren selber bekommt man wiederum durch Schiffe, die hier auch zum Beispiel verteilt werden. Oder es gibt auch entsprechend besondere Karten, die dann nochmal besondere Karten geben. Zum Beispiel Kontore, wenn man die sammelt, gibt es Punkte. Und man verliert auch Punkte, wenn es brennt. Da muss man Feuerwehrmänner sammeln. Der am meisten Feuerwehrmänner gesammelt hat, der bekommt entsprechend Punkte. Und wer am wenigsten hat, der kriegt Minuspunkte zum Beispiel. Genau, und wir spielen im Prinzip 4 Jahreszeiten durch. Das heißt A, B, C, D heißt es hier. Aber es sind im Prinzip die 4 Jahreszeiten, die wir durchspielen. Und es kommen dann auch 4 Brände hoch. Also nach jedem, ich sag mal, Quartal, was wir durchgespielt haben, kommt auch ein Brand dann in durch. In jedem Quartal. In jedem Quartal kommt also ein Brand durch. Man weiß nicht wann, genau. Bis auf der letzte Brand, den weiß man. Der kommt ganz am Schluss. Genau, der E-Brand. Der bringt auch 4 Punkte plus oder 4 Punkte minus. Genau. Ja, und zu den Karten hat Henny ja schon mal angefangen. Also es gibt zum Beispiel auch Schiffe, da werden dann Warensteine ausgelegt, die kann man dann sammeln. Und da braucht man dann, um die Aufträge zu erfüllen. Man kann auch Händler erwerben, da kann man dann zum Beispiel wie hier dann eintauschen, was gegen Geld. Ja. Da sind wir, glaube ich, schon so langsam jetzt bei den Sonderkarten, die wir jetzt mit der Erweiterung bekommen haben. Mhm. Weil das Grundprinzip des Spiels bleibt jetzt auch bei Kai-Speicher erhalten. Da ändert sich nicht viel, aber das, was also jetzt hier das Besondere ist, ist erstens, und das ist sicherlich das Spannendste an der ganzen Geschichte, die Karten werden jetzt nicht nur unten ausgelegt, sondern es werden doppelt so viele Karten ausgelegt. Die kommen nochmal oben drüber und um die kann man sich genauso bewerben. Deswegen hat man jetzt nämlich auch eine Figur mehr, mit der man was setzen kann. Und der Setzmechanismus ist jetzt anders. Da ist es nämlich so, dass einer, wenn einer das nimmt, diese Karte auf jeden Fall für sich reserviert. Die wird dann auch jeweils chronologisch aufgebaut. Der nächste, der eine Karte haben will, wird da drüber aufgebaut. Und nur man selber hat überhaupt die Chance, an diese Karte ranzukommen. Das heißt, das Besondere an dieser Geschichte ist, dass je mehr jetzt also danach noch Karten nehmen wollen, diese entsprechend die Karten billiger bekommen, beziehungsweise man selber sie wieder teurer bekommt. Also wer als Erster eine greift, weil er sie sich sichern will, kann gegebenenfalls richtig teuer dabei werden, weil dann entsprechend viele mehr Karten dann da drüber landen. Also in diesem Fall dann tatsächlich eben nochmal ein zusätzlicher Zugmechanismus da durchkommt, man aber auch deutlich mehr Karten plötzlich ins Spiel bekommt. Und jetzt haben wir, glaube ich, rausgefunden, wie viel man im Grundspiel an Geld bekommt. Und zwar? Michaela? Auch 5 Münzen. Siehste? Als wenn ich es nicht geahnt hätte, ja. Gut. Aber man kriegt im Laufe des einzelnen Spiels nach jeder Runde mehr in der Erweiterung. Sagt genau. Ihr. Genau, normalerweise bekommt man eine Münze nachgeliefert. Wer gar nichts gekauft hat, 2 Münzen. Und in der Erweiterung bekommt man jede Runde 2 Münzen. Und wenn man nichts gekauft hat, 3 Münzen. Ah. Also das Grundeinkommen ist höher in der Erweiterung als im Grundspiel. Aber das braucht man auch, damit man hier überhaupt mit diesen ganzen vielen Karten vorankommt und sich die auch alle kaufen kann. Ich sage ja, man kann ja plötzlich die doppelte Anzahl an Karten plötzlich erwerben mit diesem Zusatzmechanismus. Und es kommen eine ganze Reihe neue Karten dazu. Mhm. Unter anderem auch wirklich pfiffige Karten, mit denen man also plötzlich Punkte für seine Feuerwehrmänner bekommt, mit denen man zum Beispiel auch zusätzliche Figürchen bekommt, die man dann einsetzen kann als zusätzliche Möglichkeit, dort also noch dann seinen Startspieler Malus, ist es in diesem Fall ja auszugleichen, genauso wie so eine Kaffeepause zum Beispiel, wo man mal aussetzen kann, um dann auch zum Beispiel eher später zu setzen, weil hier ist es nämlich genau andersrum als bei vielen anderen Spielern, der Startspieler ist eigentlich der Blöde, weil der hat am wenigsten Chance noch am Ende zu beeinflussen, wo setze ich meinen letzten Stein und wo habe ich vielleicht am Chance am billigsten wegzukommen. Mhm. Und ansonsten haben wir eben die vielen goldenen, die neuen Steinchen hier, die Geldstücke. Und es gibt, wie gesagt, ein paar neue Waren, die sehr selten sind, aber dann mit den Aufgabenkarten, die dazugehören, auch sehr wertvoll werden. Genau. Ja, dann können wir jetzt einmal zur Wertung kommen. Ja, so schnell geht es dann nämlich schon. Was haben wir überhaupt noch? Hier zum Beispiel die Presse. Da gibt's warum eigentlich gibt es bei der Presse einen Punkt für jeden Feuerwehrmann? Ja, weil die wahrscheinlich irgendwie sich an die Presse gut verkaufen können. Feuerwehrkalender, Feuerwehrmannkalender. Genau. Oder in der Hafenrundfahrt. In der Zeitung. Ist sowieso alles sehr Hamburg-lastig, ne? Deichtorhallen haben wir hier, ne? Logischerweise ist ja ein Hamburger Spiel. Naja, ne? Also man kennt das. Ist ja nun mal Hamburg. War hier die Davidswache nicht auch irgendwo? Ja. Das Rathaus ist hier auch. Davidswache gibt's auch. Hier, man gibt nämlich jetzt so Punktekarten, so mit Rathaus zum Beispiel drauf. Das ist deutlich das Hamburger Rathaus. Also für Hamburg. Leute, die in Hamburg wohnen, in Aktionshalle ist es auch zum Beispiel Aktionshalle, ist das natürlich schon mal hier ganz großartig, weil es wirklich sehr, sehr viel wiedererkennen lässt. Die Musikhalle, ist das nicht die Leishalle auch? Diese Musikhalle, da war ich auch schon mal, habe ich schon mal ein Konzert gesehen. Siehst du es? So, Punkte, Blümchen. Siehst du es?
Das Blümchen gibt für die Erweiterung ein ordentlich, also eine 4. Wobei ich auch abschwächen möchte in der Personenanzahl. Ich muss sagen, ich finde es eine sehr pfiffige Erweiterung, es macht das Spiel interessanter, aber der ganz große Nachteil, den ich hier sehe, ist, dass das Spiel einfach viel, viel zu lange dauert. Ich finde, es ist nicht schnell runtergespielt und gerade im Spiel zu zweit zieht sich das extrem in die Länge. Man müsste das eigentlich abwandeln und sagen, man spielt mit weniger Karten, weil es meiner Meinung nach einfach also ich habe vorhin auch schon wieder gedacht, so 2 Runden kürzer hätte ich das Spiel durchaus auch gerne beendet. Also klar, da verändert sich noch in den letzten beiden Runden viel an Punktezahlen, von daher muss man sie wahrscheinlich spielen, aber ich würde das ein bisschen gerne abwandeln. Die Mechanismen finde ich ganz nett, den neuen, weil man damit natürlich auch Karten blockieren kann oder Karten aus dem Spiel nehmen kann. Und auch die Zusatzfunktionen machen das Spiel interessanter, aber wie gesagt, es ist für mich, der Spielreiz ist nicht so hoch, weil ich einfach finde, dass es zu lang ist. Ein ganz großer Vorteil finde ich allerdings, was allerdings auch schon im Grundspiel ist, man kann es mal zu 5 spielen. Es gibt wenige Spiele, die zu 5 spielbar sind und dadurch haben wir es in dem einen Freundeskreis schon sehr, sehr häufig gespielt und diese Gelegenheitsspieler wollen es auch immer wieder spielen. Also es ist definitiv gelegenheitsspielertauglich. Das gilt natürlich vor allem fürs Grundspiel auch. Ja, das auf jeden Fall. Und wie gesagt, der große Nachteil, aber es wollte auch keiner mehr... in dieser Runde zum Beispiel war es so, spielen wir das Grundspiel oder spielen wir das mit Erweiterung? Da möchte eigentlich keiner mehr auf die Erweiterung verzichten. So durch macht in einer anderen Runde war das, genau. Genau, so durch gibt es durchaus einen Mehrwert, aber ich finde, der Mehrwert ist dadurch ein bisschen ins Nachteil gezogen, dass es sich in die Länge zieht. Und ich finde, für 2 Spieler ist es dadurch nicht mehr empfehlenswert. Also das ist mir auch aufgefallen. Witzigerweise eben bei vielen Spielen ist es ja so, wenn man zu zweit spielt, dann ist es in der Regel schneller. Wenn man allerdings zu viert spielt, und 5 wird es hier durchaus eher schneller, weil man eben mehr Karten pro Runde verbraucht und auf diese Weise die Spielzeit, finde ich, bei 5 Spielern deutlich angenehmer ist, als es beim Zweierspiel war. Aber die Michaela möchte was sagen. Ich wollte nur ganz kurz einfach einhaken, weil sie die ganze Zeit auch die Spielzeit so im Gespräch hatten, dass wir einfach nochmal sagen, das Grundspiel hat ja so ungefähr 45 Minuten Spieldauer. Mhm. Und bei der Erweiterung kommen jetzt ungefähr so 60 bis 90 Minuten, das kommt ja auch hin. Also wir haben jetzt 1,5 Stunden gut gespielt. Zu 4, genau. Und zu zweit hatte ich das Gefühl, waren es an die 2 Stunden fast. Und wie gesagt, es ist deutlich, mindestens würde ich sagen, doppelte Spielzeit, die man dann fast, oder fast doppelte Spielzeit, kann man so sagen. Andererseits, auch bei mir würde ich sagen, also gerade diese neuen Karten machen es durchaus spannend, weil die können neue... auch Sachen, die man sammelt, dann durchaus erzeugen. Weil man jetzt ja plötzlich für viele Dinge auch nochmal einen Punkt zusätzlich bekommen kann und dann nicht nur auf seine Aufträge fixiert, sondern auf ganz andere Dinge auch sich fixieren kann. Und das macht das Ganze durchaus, was die Spannung selber angeht und die Möglichkeiten, sicherlich nochmal interessanter. Andererseits ist es auch gefühlt immer noch ein bisschen bisschen mehr zufällig jetzt, ob man eine Karte bekommt oder nicht. Insbesondere bei diesen Karten, die oben ausliegen, weil man eben dort immer hoffen muss, weil man gar keine Chance hat, wenn die mal weg ist, da noch irgendwas zu tun. Entweder man schlägt sofort zu, dann liegt sie aber unten in der Regel und dann hat man kaum eine Chance, die überhaupt zu finanzieren. Oder man schlägt später zu, dann ist sie aber gegebenenfalls schon weg. Oder man kriegt nur noch uninteressante. Also das ist zwar ein spannender Mechanismus, aber er kann auch ziemlich frustrierend sein, weil ich keine Chance mehr habe als bei den anderen. Da kann ich mir noch sagen, versuche ich nochmal drüber zu gehen und vielleicht habe ich ja Chance, dass der andere es sich nicht mehr leisten kann oder mit 2 sogar. Dieses habe ich bei diesen anderen Karten nicht mehr, aber das kann natürlich auch gerade einen Reiz ausmachen. Und so gesehen gebe ich dieser Erweiterung ein ordentlich. Es ist sicherlich so, dass es das Spiel spannend macht und anders nochmal macht. Also es ist sicherlich nicht herausgeschmissenes Geld, aber es ist auch so, dass es gerade diese Spielzeitverlängerung bei mir ein wenig, auch ein bisschen auf das Spielgefühl dann drückt und das ein bisschen langweiliger in Anführungsstrichen macht. Michaela. Ich wollte noch mal zu der Spielvariante mit den 5 Karten oder jetzt, also bei uns lange 5 Karten, wo wir zu viert gespielt haben, nur noch mal sagen, es kommt ja auch auf die Strategie an, mit der du spielst. Also ich habe zum Beispiel eher drauf geguckt, welche Karte kann zum Beispiel einer von euch brauchen und deswegen bin ich dann darauf gegangen, um die als erstes ins Spiel zu nehmen. Mir war klar, ich kriege die sowieso nicht, weil die zu teuer ist. Mhm. Also ich habe dann eher drauf geguckt und da eher gewartet, wenn ihr rausgenommen habt. Destruktiv spielen. Ich gehe eher weiter hinten rein, weil ich weiß, die Karten kriege ich dann auch wenn es vielleicht nicht mehr die Karten sind, die ich unbedingt haben will, aber dafür kriege ich sie billig dann. Ja. Das kommt dann ja auch auf die Strategie letztendlich dann mit drauf an. Also von daher... fand ich den Mechanismus jetzt auch gar nicht schlecht. Auch ein Schnäppchenjägerspiel sozusagen, oder Christian? Schnäppchenjägerspiel, genau. Billig stehen wir ja drauf. Also das Spiel bekommt von mir die Erweiterung, so muss ich sagen. Die Erweiterung bekommt von mir eher ein ordentlich bis sogar schwaches ordentlich. Mhm. Also ich finde, 19 Punkte hat? das wird man ja im Anhang nicht sehen, aber ich habe verloren, ja, das war aber auch mein Fehler. Ich habe ein paar Fehler gemacht dabei. Nee, ich fand einfach für eine Erweiterung, das Spielprinzip durch diese 5 neu ausliegenden Karten hat sich etwas geändert, aber das grundlegende System des Spieles ist ja gleich geblieben. Und
dafür finde ich es als Erweiterung eigentlich zu, ich möchte fast sagen, zu schwach. Also das Grundspiel mag ich sehr gerne spielen, das hat auch von mir gute Noten gekriegt damals. Die Erweiterung macht es immer noch interessant, nicht großartig interessanter für mich. Und deshalb bekommt das die reine Erweiterung von mir eher ein ordentlich bis schwach ordentlich. Wobei man ja immerhin dann, egal ob man Grund- oder anderes Spiel spielt, die, wie viel sind es, 25 Metallmünzen trotzdem verwenden können. Ja, ja, das kann man definitiv. Kann man auch 2-Euro-Stücke allerdings nehmen. Ja. Man kann die Karten ja auch im Notfall einfach mal ein bisschen austauschen, sich ein eigenes Spiel zusammenstellen und sagen, okay. Das kannst du ja bei jedem Deck. Grundsätzlich jedem Deckspiel. Vielleicht wird es nochmal ein Deckspiel. Könnte man theoretisch auch denken. Ne? Genau, ganz viel draus machen. Gibt es noch die München-Erweiterung oder was weiß ich? Ja. Michaela, Hansa-Erweiterung. Habt ihr eigentlich die Noten, also bei den Noten, wenn ihr gesagt habt, ordentlich habe ich Zahl dazu gesagt? Ja. Du auch? Nee. Und ich wäre eine 4 genau. bis 6 Punkte. Geht's ja. Unsere Wertung 4 ist immer noch eine gute Wertung. Ja, nee, es ging ja nur darum, weil ja gewünscht wurde, dass wir auch die Zahlen dazu haben. Das heißt, die Hälfte. Und was sagte Michaela dazu? Also, mir hat das Spiel, die Erweiterung, sehr gut gefallen. Von mir bekommt die Erweiterung einen Empfehlenswert. Oh. Eine 5. Für, für diese Erweiterung. Ja. Man muss aber auch anmerken, dass Michaela gewonnen hat. Ja. Zwar deutlich. Ziemlich deutlich. Aber die Erweiterung nur im Vierspielerspiel, weil ich die Zweispielervariante noch nicht beurteilen kann. Die werden wir ja auf jeden Fall mal testen, aber die Vier-Spieler-Variante bekommt von mir eine 5, einen Empfehlenswert. Also mir hat es einfach Spaß gemacht. Was ich jetzt in diesem Spiel auch nicht so gesehen habe, die zusätzlichen Warensteine, die mit drin waren, die habe ich jetzt noch nicht so als den Bringer angesehen, weil die eigentlich auch nicht so... Ja, aber es ging ja nicht nur um die Warensteine. Das ist aber schon ein Drittel von der Erweiterung. Naja. Darf ich mal kurz einhaken? Es gibt einen sehr interessanten Mechanismus, nämlich in dem man wirklich diese Karten nimmt mit Verkaufen. Man kann verrat ja nicht, doch nicht alles. Du wolltest das ausnutzen, wenn du zu zweit spielst, ne? Also man kann damit einen sehr interessanten Hebel machen, nämlich in den ersten Runden kann man nämlich sich diese Karten kaufen und dann nachher für 3 Goldmünzen bekommt man für eine Sache. Das heißt, man kann da einen Hebel nutzen, eventuell den Hafenmeister nutzen, sich immer für 2 andere Warensteine wieder einen Rosan nehmen und den Rosan dann für 3 Geldstücke verkaufen. Und das ist nämlich eine reine Gelddruckmaschine, wie jemand das getauft hat. Okay. Der Handy wahrscheinlich. Nein, es war jemand aus einer anderen Spielrunde. Und der hatte eine andere nachher geflucht und meinte so, du mit deiner bekloppten Gelddruckmaschine. Du spielst auch mit anderen als mit Handy. Ja, man sieht, man kann wirklich interessante neue Mechanismen machen und versuchen da neue Strategien dann auszuprobieren. Michaela, warst Wobei du... Wobei der Grundmechanismus von der Bank aus dem diesmal sehr wichtig war. Michaela, erzähl weiter. Jetzt habe ich irgendwie ein bisschen den Faden verloren. Du fandest es auf jeden Fall empfehlenswert. Genau. Ich finde die Mechanismen gut. Ich finde auch die Karten, die neuen, die sie im Spiel sind, finde ich gut. Die gefallen mir gut, die Mechanismen, die dadurch entstehen können. Und von daher mir das Spiel einfach gut gefallen, die Erweiterung. Und da ich jetzt den Faden verloren habe, bleibe ich bei meinem Empfehlenswert unter 5 Punkte. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz, nochmal, weil wir unterbrechen ja Michaela die ganze Zeit, aber jetzt muss ich nicht unterbrechen. Richtig. Ich muss sagen, dass diese Mechanismen, die man ausprobieren kann, im Zweispieler-Modus noch viel besser zur Geltung kommen. Also das ist noch ein kleiner Vorteil im Zweispieler-Mechanismus, weil man einfach viel, viel mehr Zeit hat, das dann nachher auch auszunutzen. Also gerade so eine Gelddruckmaschine. Hier. Jetzt hast du es aber auch mit der Gelddruckmaschine. Aber wird es nicht unübersichtlich, hat man nachher nicht viel zu viel Karten ausliegen. Ja, dadurch kann man viel mehr machen. Das ist natürlich das Nette an der ganzen Aber Geschichte. Das verlängert dann natürlich auch die Spielzeit wahrscheinlich. Genau. Das Suchen. Was habe ich überhaupt noch in meinem... meine Auslage liegen. Ja, genau, man kann nämlich nachher dann sozusagen... Das können Frauen wieder besser, die haben Multitasking. Ja, man hat verdammt. Nämlich sozusagen nach der Kaufphase plötzlich ganz viele Sachen, man verkauft das, tauscht dagegen und macht wieder daraus Geld und... macht wieder eigene Regeln wahrscheinlich, ne? Nein, und dann kriegt man auch wieder Punkte und so, das ist schon sehr interessant, aber wie gesagt, es ist ein Tick zu lang. Die Anleitung übrigens ist ein Vierseiter sozusagen, also so ein größeres Fallblatt. Also 2 Seiten Erklärung. Also die Anleitung sozusagen für die Zusatzregeln, das ist ein kleiner Teil nur, der Rest sind vor allem die Erklärungen für die neuen Karten, dass man da nochmal nachliest und ich finde, da bleibt eigentlich fast keine Frage offen, zumindest ist uns da keine großartig aufgefallen, also das ist wirklich gut gelungen, vorne noch ein bisschen Spielvorbereitung, also kurz gesagt, auch wenn wir jetzt nicht ganz einig sind darüber, wie großartig wir jetzt diese Erweiterung finden, ist es trotzdem, glaube ich, da sind wir uns größtenteils einig, eine ordentliche, zumindest, also macht man jetzt auch nicht so viel verkehrt, insbesondere wenn man entsprechender Fan dieses Spiels ist, dann sollte man wahrscheinlich diese Erweiterung sowieso haben. Ja, der Preis ist noch ein kleines Minus, muss man dazu sagen, finde also, ich. Die Speicherstadt selber, hast du gesehen, kostet 22, 23 Euro inzwischen. Die Erweiterung mit 15, 16 Euro natürlich nah dran, aber dafür kriegt man ja auch dieses massive Geld. Mich allerdings sehr gewundert hat, ist, warum diese Erweiterung so lange gedauert hat. Ja, weil sie war ja schon seit letztem Jahr, glaube ich, angekündigt. Genau, und auf der Messe wurde sie uns kurz vorgestellt. Das heißt, da war sie eigentlich fast fertig und ich wollte sie eigentlich schon zu Weihnachten verschenken.
Das war mir aber dann nicht möglich. Und dann hat es noch gedauert und gedauert und gedauert. Tja, gut Ding will eben Weile haben. Ja, aber jetzt kann man sie kaufen. Jetzt kann man sie kaufen. Und am Ende dieser Folge jetzt noch, alle Videozuschauer können noch dranbleiben, weil da sehen Sie jetzt den Anfang der Partie, die wir jetzt gerade eben nochmal besprochen haben. Und da können Sie also die ersten Züge nochmal sehen, wie das Ganze dann funktioniert. Und von allen anderen verabschieden wir uns jetzt an dieser Stelle. Das beginnt. Und, und die Orange steht auf 40, nicht auf 0. Nur mal so, weil das ist mein Spieler und ich habe haushoch gewonnen. Ja, das soll hier nochmal betont werden und ich für die Ewigkeit festgehalten. Ja, ja. Genau. Egal. Sagen auf Wiedersehen und auf Wiederhören für heute. Und die Videozuschauer bleiben bitte dran. Der Henry. Der Christian. Die Michaela. Und das Blümchen. So hoch wie dat. Jo. Jo. Bisschen weiter runter, ne? Ja, ein bisschen weiter runter. Und wer uns auf der Spielemesse wieder buchen will, wie gesagt, rufen Sie an, schreiben Sie uns eine Mail. Wir kommen gerne an den Stand. Richtig. Und tschüss. Und tschüss. Ja, wie unsere Hörer sich gewünscht haben, spielen wir heute mal eine Proberunde noch am Anschluss an die normale Podcast-Folge für die Videozuschauer. Hier sieht man da nochmal, wie wir jetzt also Kai Speicher, die Erweiterung zu Speicherstadt, in einer ersten Runde spielen, damit, ja, wer Lust hat drauf zu spielen, vielleicht sich daran schon mal orientieren kann, wie das Ganze funktioniert. Und wir haben gerade eben ausgelost, das Blümchen fängt an. Weil ich ja zuletzt in Hamburg war, aber du auch. Ja. Und wer sehen will, wer gewonnen hat, darf sich nicht nur dieses angucken, sondern muss sich den richtigen Podcast auch anschauen. Da verraten wir es. Bis später. Jawohl, das war ja am Ende hier der Podcast-Folge. Das heißt, denn, muss man, aber vielleicht guckt sich ja, vielleicht spult ja auch einer vor und guckt sich nur das hier an. Das kann natürlich auch sein. Ja. Soll ich einfach mal anfangen? Ja. Fang doch mal an. Spielentscheidend. Klug gemacht. Spielentscheidend. Total doof. Wir bräuchten noch so einen Live-Kommentator. Ja, also da halten wir jetzt mal fest, wer am längsten braucht. Oh, das ist eine kräftige Situation, wie wird Henry sich entscheiden. Er hat noch 8, 9 Karten noch zu. Oh, und jetzt, er setzt auf den Tabak. Nee, das ist die Teestube. Die Teestube. Echt? Mhm. Ja. Wie langweilig. Keine Drogen? Dann nimmst du die Kaffeerösterei. Gehe ich auf die Kaffeegeschichte. Das ist langweilig, ne? Was wird Michaela machen? Oben ist noch alles frei. Damit ist sie halt macht mir die Teestube teuer. Genau. Und noch mehr. Allein Auftrag. Auf den Auftrag. Also Aufträge sind generell immer schlecht. Ich nehme mir auch einen Auftrag. Schon, ne? Du nimmst den dir, du kriegst den ja noch gar nicht. Das werden wir ja gleich sehen. Ah, jetzt nimmt Christian diese Karte und legt sie quer daneben. Patsch. Ach, jetzt verschwindet die schon zur Seite. Ja, genau. Cool. Ja. Nee. Sieht man die? Da? Da? Ich sehe meinen Finger nicht mal. Ja, man kann es erahnen. Oha, Michaela macht meinen Kaffee teuer. Aha. Mhm. Der Teeverkoster von Blümchen. Du meinst, so viel Tee kriegst du, dass du einmal Tee in Siegpunkt und einmal in Geld umtauschen kannst? Wieso? Ich bin noch gar nicht beim Tee. Ach, bist du geil, du bist ja weiß. Stimmt, ist ja beim Auftrag. Aha. Toll. Na, das ist aber schade. Eigentlich habe ich mich schon gefreut, dass ich die letzte bin im Bunde. Bist du doch? Bist du doch? Ja, aber ich wollte die Karte haben, die der, ich glaube, Henry sich genommen hat. Die Siegpunktkarte. Vulkanisör. Tufengeld. Na, nimm mir die mal, ne? Ich kriege die am billigsten. Hätte ich sonst auch genommen. Muss man ja ausnutzen, wenn man letzter in der Reihe ist, ne? Letzte Runde. Es gibt ja viele Spiele, wo es nicht so schön ist, wo man letzter ist, ne? Aber es gibt auch Spiele, wo es schön ist, wenn man letztes. Und dazu gehört dieses Spiel hier. Mhm. So, was würde Christian machen? Ja, er kann uns alles noch teuer machen. Er kann auch selber versuchen, damit noch was zu erreichen. Ach, super. Danke, Christian. Bitteschön. Ach. So. Oh, ich fall um. Wir sind einmal durch. Jetzt wird sozusagen geguckt, wer kann sich wirklich was leisten, weil wir haben am Anfang ja alle nur 5 Geld auf der Hand. Und das Blümchen, nee, wir fangen hier an. Schwarz dafür 2, wenn er möchte. Christian? Christian. Ja, ich überlege. Möchtest du die Kaffeerösterei? Ich muss das überlegen. Hallo. Ja, ich dachte, du willst bezahlen. Nee, ich weiß nicht. 2 ist ganz schön teuer eigentlich. Ne? Ja, wenn man nur 5 hat. Gerade eben hast du dich noch beklagt, wie viel Geld wir haben. Also man sieht, man setzt am Anfang die Figürchen ein, um dann die Karten zu kriegen. Richtig. Und bei der Erweiterung geht es nicht anders. Nur das, was bei der Erweiterung neu ist, ist eben die Zierung. Hast du dich entschieden? Nee, ich rechne gerade, wie viel ich für den anderen bezahlen muss. Ja, dann mache ich das. Okay, damit ist die Orangene geht leer aus. Das ist die Michaela. Ich nehme nix. Die Teestube. Mir ist es zu teuer. Du musst ja auch 3 bezahlen. Michaela müsste jetzt 2 bezahlen. Man kriegt jetzt ja nochmal 2 wieder, ne? Mhm. Einen, das ich bin, mache ich mal für 2. Okay, Weiß darf seine wieder nehmen. Weiß könnte für einen. Nein. Ah. Aber Lila nimmt für einen. Die Karte.
kannst auch wieder auf den Markt machen. So, und Weiß kann für 4 kaufen. Nein. Für 4 kaufen. Geht es, für 4 geht es nicht weg. Lila, der Henry für 3, für 3. Christian für 2, für 2. Die Feuerwehrmänner sind ja dafür gut. Für 2. Und wenn nachher das Brand ausfällt. Michaela mit für 1. Ja, damit ist Michaela schon mal führend bei den Feuerwehrmännern. Mhm. Was aber erst in Runde B dann wichtig ist, ne? Ja, richtig. Aber dann will man immer konsequent. So, den kann ich nicht bezahlen. Richtig, das heißt, der fliegt auch raus. Der hätte sonst 1, 2, 3, 4, 5, 6 gekostet. Nee, 5. Aber gut, dass du rechnen kannst. Für 4 nehme ich den auch nicht. Nicht so hässlich. So, und jetzt kann Henry zuschlagen. Nee, für 3. Für 3. Eine Gummifabrik für 3 Münzen. Eine Gummifabrik, heute im Angebot. Bin ich wirklich für 3? Dann bist du elastisch. Billig. Flexibel. 3 ist ein bisschen viel Geld dafür, ne? Ein bisschen Kautschuk rein und zack, 20 Punkte. Alles. Was soll der Geiz? Ja, jetzt genau. Hast du gar kein Geld mehr, ne? Doch, einen habe ich noch. Einen hast du noch? Ja, eine Entscheidung. Zack, den kann ich einzahlen. Billige Runde für Michaela. So, jetzt kriegen wir jeder 2 Geld wieder. Okay. Es sei denn, jemand hätte nichts gekauft, aber alle haben was gekauft, oder? Nee, alle das Blümchen nicht. Doch. Nee, das Blümchen. Was habe ich denn gekauft? Die Startspielerkarte. Die Startspielerkarte. Die hast du gekauft? Wie kann man die kaufen? Die werde ich bestimmt nicht kaufen. Ich kriege 3. Jetzt werden neue Karten ausgelegt. Sowohl unten. Weil wir 4 Spieler sind, jetzt bis 4 Spieler. Krösus. Und oben kommen auch neue hin, in der gleichen Anzahl. Das ist ja fies hier. Spitzel? Mhm. Könnt ihr mal kurz vorlesen? Ich kenn's ja nicht. Also der Einsatzleiter ist neu. Deine Punkte bei einem Brand werden einmal im Spiel verdoppelt. Das heißt, du kannst, wenn das... Irgendwann sagen, so jetzt habe ich doppelt so viel. Am besten, wenn du Pluspunkte kriegst beim Brand. Ne? Wenn du Minuspunkte kriegst, wäre schlecht. Nee, die Feuerwehrleute verdoppeln sich. Nee, die Punkte. Nee, die Punkte. Die Punkte. Ja, genau. Das heißt, du musst also Risiko... Also muss er Erster dann sein, ne? Genau, das macht Sinn. Ja. Aber, okay. Oder beziehungsweise natürlich kannst du nach der zweiten Runde, bringst du natürlich nicht so viele Pluspunkte, aber du weißt natürlich nicht am Ende des Spiels, ob dein Brand dann eben lukrativ ist. Ja. Der Spitzel. Tausche einmal vor der Kaufphase eine eigene mit einer fremden Figur. Das heißt, es werden alle Figuren gesetzt und danach darfst du sie... Oh, fett. Aber eben auch nur einmalig. Okay. Ja, und wenn Sie wissen wollen, wie es ausgegangen ist, dann haben Sie es schon gehört. Und wir spielen jetzt in Ruhe, glaube ich, erstmal weiter, oder? Richtig, genau. Und tschüss.